Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück bei einem neuen Format, was jetzt jeden Samstag kommen wird. Und zwar, ich meine, ihr wisst ja alle, ich mache Gaming auf meinem Kanal und davon eine Menge, okay? Ich habe so viele Videos schon online. Ich kann es gar nicht glauben, wie viele Videos ich online habe. Aber wir machen so viele Videospiele, wir spielen so viele Videospiele auf dem Kanal, dass ich dachte, okay, einmal die Woche müssen wir was tun, was zu 100% kein Gaming ist. So gar nicht Gaming, okay? Also dachte ich mir, okay, wie nenne ich diese Serie? Nenne ich sie Badass Vlogs? Oder Badass Dienstag, was ich damals mal hatte? Oder keine Ahnung. Und dann kam ich zum Punkt, okay, ich nenne es Samstag mit Danny. Samstag mit Danny. Ja, richtig, du hast verstanden. Und zwar jeden Samstag kommt einfach irgendwas online, wo ich euch Aufgaben stelle, wo ihr vielleicht ein bisschen Geld gewinnen könnt oder irgendwie sowas in der Art gewinnen könnt. Ich habe keine Ahnung, wo ich... Ich habe mir vorgestellt, zum Beispiel für die nächste Woche, würde ich sagen, erstell mir ein Intro und der erste Gewinner kriegt 100 Euro, der zweite Gewinner kriegt 50 Euro und ich werde auf alle Intros reagieren und so weiter und so fort. Also immer solche kleinen Spielchen machen und auch Sachen, die einfach nichts mit Gaming zu tun haben. Das heißt, es gibt keine Grenzen. Zum Beispiel, wir haben letztens so zwei Drohnen zugeschickt bekommen. Dazu kann man zum Beispiel ein Video machen auf jeden Fall. Und ich habe lange keine Post mehr ausgepackt, weil ich, ja, einfach es nicht mehr getan habe. Also dachte ich mir, okay, ich könnte eigentlich jedes Mal, wenn ich die Serie mache, so ein bisschen Post auspacken. Nicht viel, aber so ein bisschen wenigstens. Und deswegen habe ich mir ein neues Postfach, eröffnet. Link dazu ist, beziehungsweise was ist links, Link, die Adresse zu dem Postfach ist in der Beschreibung. Und ich werde jetzt jeden Samstag einfach ein bisschen Post öffnen, so am Ende des Videos oder irgendwie so in der Art oder mitten im Video. Mal schauen, wie ich Lust habe. Und ja, genau, das wird auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß, denke ich. Und wie gesagt, ich im Postfach, das heißt, die Post kommt dahin. Nein, das ist nicht die Adresse, wo ich wohne, sondern das ist die Adresse, wo ich die Post abhole. Früher oder später oder irgendwann, wenn ich halt Zeit habe oder keine Ahnung. Und ja, ich denke, das wird auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich weiß nicht. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Also jeden Samstag werde ich es hochladen. Es gibt keine bestimmte Uhrzeit, wo ich es hochladen will. Ich versuche es jeden Samstag hochzuladen. Und ja, genau. Ich weiß nicht. Ist das eine gute Idee mit dem Intro? Ich habe keine Ahnung. Ich denke aber, das könnte eine ganz gute Idee sein. Okay. Erstes Thema ist abgeschlossen. Jetzt wisst ihr, was es ist. Adresse in der Beschreibung findet ihr sie. Das müsst ihr quasi auf euer Paket schreiben. Und Briefmarke drauf. Oder wie auch immer, was man alles braucht. Und dann losschicken. Einfach die Adresse, wie gesagt, unten draufschreiben auf das Paket. Und dann geht das schon. Und wenn ihr unbedingt wollt, ich weiß nicht, ob ich es machen werde, ich kann es euch nicht versprechen, aber dass ich irgendwie ein Autogramm zurücksende oder so, dann muss eine Briefmarke drin sein. Ansonsten schicke ich das nicht zurück. Also ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Und, ja, nächstes Thema. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bin kein guter Vlogger, Leute. Okay, nur damit ihr Bescheid wisst. Also, ich weiß nicht, ob man die Unterschiede sieht. Warte mal. Sieht man die Unterschiede oder nicht? Hört ihr mich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Hier, schaut euch mal an. Seht ihr den Unterschied? Das ist der, nee, das ist der goldene. Silberne, goldene. Man sieht es nicht wegen der blöden Spiegelung. Aber man sieht es schon ein bisschen, oder? Hier. Sieht man's? Seht ihr? Seht ihr das Ding? Seht ihr das Problem? Der war Silber und der war Gold. Jetzt habe ich auch einen goldenen. Ich habe 2 1 Million Play-Buttons. Hell yeah! by the way, der kommt ins Wohnzimmer und der kommt in wahrscheinlich hinten. Obwohl, ja doch, der kommt. Ich hab keine Ahnung, was ich halte. Der kommt ins Wohnzimmer, damit ihn jeder sehen kann. Auch wenn ich keine Freunde habe, aber das ist nicht so schlimm, weil mein Finger kann ihn immer sehr schön beobachten. Und der kommt wahrscheinlich in den Hintergrund hier, da wo er auch vorher stand. Aber ja, wollte ich euch nur sagen, weil ich meine, ich bin sehr froh, okay? Sehr, sehr froh. Ich hätte es echt nicht gedacht. Also, vielen Dank, YouTube, dass ihr die Initiative ergriffen habt und mir nochmal die Goldene gegeben habt. Ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, wirklich. Ein Daumen hoch für YouTube. Okay, jetzt wo wir das geklärt haben, könnte ich eigentlich entweder den Vlog jetzt hier stehen lassen oder ich könnte euch noch eine Challenge für nächste Woche geben, damit wir so langsam in den Rhythmus kommen. Wisst ihr, ich meine so langsam in den Rhythmus. Und man kann diese Turniere mit denen ein bisschen Geld gewinnen. Ich meine, 100 Euro sind jetzt nicht die Welt, aber ich meine, man kann sich für 100 Euro kann man sich vieles kaufen. Ich finde 100 Euro viel, also ich weiß ja nicht, aber ich mache das. Theoretisch könnte ich sagen, okay, ich gebe dem Gewinner gar kein Geld.
Aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem tun, weil ich weiß, es kostet Zeit, so ein Intro zu machen. Und ich, ja. Deswegen, ich finde es schon sehr gut, wenn der Gewinner wenigstens irgendwas bekommt. Irgendwas. Ich meine, ich könnte theoretisch auch mit dem Sponsor zusammenarbeiten, sagen, oh, der Gewinner bekommt eine Tastatur oder eine Maus oder irgendwie sowas in der Art. Das könnte auch gehen. Aber da ich keine Sponsoren habe und, ja, da ich mich nicht drum gekümmert habe, weil es jetzt so schnell ging, kann ich so Geld anbieten. Also sagen wir, der Erstplatzierte kriegt 100 Euro und der Zweitplatzierte kriegt 50 Euro. Nun, jetzt muss ich improvisieren, denn ich habe keine Ahnung, wie ihr mir das einschickt. Doch, ich habe eine Ahnung. Und zwar, ihr stellt euer Intro. Bitte, also ich meine, okay, ihr könnt auch diese 3D-Intros erstellen. Aber ihr erstellt ein Intro und ihr lädt es auf YouTube hoch, denn man kann ein Video auf öffentlich stellen, auf nicht gelistet und auf privat. Und ihr wählt nicht gelistet aus und dann kann ich das Video angucken und kein anderer sieht es. Und dann nehmt ihr den Link des Videos, des Intros und schickt mir eine E-Mail. Welche E-Mail? Ich habe keine Ahnung. Soll ich eine E-Mail erstellen? Okay, ich komme gleich. Ich stelle kurz eine E-Mail. Okay, ich habe die E-Mail nicht erstellt, aber sie wird in der Beschreibung sein. Da findet ihr die E-Mail. In der Beschreibung findet ihr alles. Ihr findet meine Adresse, mein Postfach und meine E-Mail, an die, wo ihr das Intro hinschicken könnt. Und das können wir jede Woche mit etwas anderem machen. Wir können zum Beispiel sagen, oh, viele Leute können keine Intros erstellen, wissen nicht, wie das geht. Okay, kein Problem. Dann werden wir sie Bilder machen. Und da gibt es dann auch immer was zu gewinnen. Also Bilder malen oder irgendwie sowas in der Art. Oder etwas, oder eine Greenscreen. Greenscreen-Compilation wollte ich schon immer machen, wo ich mich von einem Greenscreen stelle, ich irgendwas Dummes mache und ihr es quasi in irgendein Video rein integriert und das dann so komisch aussieht. Keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann nicht zeigen, euch dann Vergleiche, wenn es dazu kommt. Auf jeden Fall will ich einige Sachen machen an diesen Tagen und halt Sachen, die wie gesagt nichts mit Gaming zu tun haben. Ich denke, das wird eine Menge Spaß. Aber ja, ich denke, wir haben alles geklärt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Ich bin momentan am Üben. Und zwar spiele ich Fortnite auf PC. Und ich versuche, in die PC-Welt einzudringen. Weil Fortnite ist cooler auf PC, okay? Und ich bin die ganze Zeit am Üben. Extrem am Üben. Aber ich darf natürlich nicht vergessen, dass die Videos natürlich noch hochkommen müssen. Also ihr werdet jeden Tag Videos sehen. Ich meine, ich lade jeden Tag Videos hoch, okay? Ich meine, bei mir, auf dem Kanal kommen immer Videos hoch. Es gibt keinen einzigen Tag, wo keine Videos hochkommen. So, ich kann mich nicht erinnern, wo ich kein Video hochgeladen habe. Ich kann das nicht. Ich glaube, es liegt an meinem Alter. Ich bin noch zu energisch. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich älter bin, geht das irgendwann weg. Dann sage ich irgendwann, okay, sorry, ich habe keinen Bock. Ich lade keine Videos hoch, okay? Keine Videos für euch heute. Aber nein, es geht nicht. Momentan bin ich so energisch. Ich will einfach tun, machen, Videos hochladen, aktiv sein. Und keine Ahnung, ich bin komplett süchtig und zu energisch und selbst wenn ich einen Urlaub plane, ich meine, wir planen jetzt einen Urlaub, wir wollen einen Urlaub, das werde ich natürlich auch vloggen, dann muss ich auch vorproduzieren, das ist super anstrengend, weil ich habe zum Beispiel auch keinen Editor oder so, der mir hilft, die Videos zu schneiden, sondern ich mache das immer noch alles selbst und das kostet sehr viel Zeit natürlich, aber das ist vollkommen in Ordnung, Leute, weil ja, wenn ich hatte mal ein paar Editoren schon, mein Problem ist allerdings, dass sie es irgendwie nie so gut machen wie ich. Klingt eingebildet, aber ich mache das schon so viele Jahre, das Schneiden und so, dass ich bin so schnell mittlerweile, dass, es ziemlich geil ist. Ich hab eine Sache gemacht, und zwar, ich habe meinen zweiten PC hier hingestellt, den sieht man jetzt nicht, der steht genau hier, und auf dem PC rendere ich alle Videos. Auf dem PC nehme ich auf, schneide ich, und auf dem anderen rendere ich die Videos, sodass ich trotzdem weiterhin Sachen machen kann auf dem PC. Seitdem habe ich ziemlich viel Zeit gespart. Aber ja, wie auch immer, Leute. Das war's für Ja herein. Oh, die E-Mail wurde erstellt, Leute. Sie heißt samstag@danny@gmx.de. Link ist nochmal in der Adresse ist nochmal in der Beschreibung. Also ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Und eine ganz, ganz große Sache, Leute. Und zwar, ja, wie soll ich das erklären? Ich darf es auf keinen Fall mit falschen Worten sagen. Auf keinen Fall. Aber ich wechsle den Shop. Also ja, den T-Shirt-Shop. Ich kann die genauen Gründe nicht nennen, weil es vielleicht rufschädigend oder irgendwie was sein könnte. Ich will auf keinen Fall irgendeinen Ruf schädigen oder so. Aber ich wechsle den Shop und zwar habe ich mit Leuten geredet, als ich in Hamburg war. Und ich bin zu denen gefahren und habe wortwörtlich den Stoff und alles berührt. Und dachte mir so, wow. Wow, okay. Ich will auf jeden Fall eine Menge rausbringen. Nicht nur sowas wie T-Shirts und keine Ahnung was, so Standardsachen, sondern ich will mehr Sachen rausbringen, wie zum Beispiel Kuscheltier
oder irgendwie sowas in der Art. Und diese Sachen werde ich rausbringen. Die kann ich aber erst im Sommer rausbringen. Es wird sehr lange dauern, sehr, sehr lange. Aber diesmal will ich etwas tun, was sehr, sehr krass sein wird. Also etwas, was... Es wird brutal, okay? Also ich kann euch leider nicht mehr Details geben. Aber ich will auf jeden Fall einen Merch-Shop haben, wo ich auch sehr, sehr dahinter stehe und sehr, sehr zufrieden bin und so weiter und so fort. Aber das passiert erst im Sommer. Also ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, dass auf meiner alten Shop-Seite wird nichts kommen. Nichts mehr kommen. Da wird nichts Neues kommen. Natürlich kann ich euch nicht verbieten, da aufhören zu kaufen. Aber da wird nichts Neues kommen auf jeden Fall. Deswegen, ja, wird auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich bin sehr gehypt, ich hoffe ihr auch. Also ja, viel Spaß beim Intro machen. Wenn ihr keine Intros könnt, keine Sorge, es wird verschiedene Challenges geben pro Woche. Und ja, dann viel Spaß an jeden. Für mehr dieser Videos lasst es auch oben da. Falls du es bisher geschafft hast, schreibe Intro in die Kommentare und ich sehe dich hier nicht so wieder. Bye! Danke fürs Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!